Wie versprochen, kommt hier jetzt endlich mal mein Wahlvlog. Ich habe euch dabei zum Teil einfach mal durch meinen Sonntagabend, habe ich einfach mal alles aufgenommen, was da so passiert ist. Also es war gestern. Und ja, ich bin eben erst heute dazu, komme ich erst dazu, es zu schneiden. Also es tut mir leid. Ich hoffe natürlich extrem, dass ihr Gefallen an diesem Video habt. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ja, hier beginnt mein Sonntagabend erstmal mit meinem chaotischen Versuch, mir was zu essen zu machen. Das ist übrigens mein Hase schuldig. Und danach kommen dann die Wahlgeschichten und ich erzähle euch noch ein bisschen was von meiner ersten Wahl. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann und wir sehen uns dann am Ende vom Video nochmal. Tschüss! Hi, ihr werdet euch vielleicht wundern, was ich hier bei uns in der Küche mache, aber die Antwort ist, ich weiß nicht, sieht man ihn jetzt? Ja, ich wasche Reis. Wenn man den Reis mit dem Kochen wäscht, was aber nur bei Jasminreis funktioniert, dann pappt der wie Sau. Und ich stehe auf pappigen Reis, ich gebe es zu. Ja, deswegen bin ich gerade am Reiswaschen und da dachte ich, ich könnte es ja auch mal ganz kurz euch so bloggen. Bei uns fahren heute schon die ganze Zeit irgendwie Polizeiwagen durch die Gegend und Feuerwehr und alles. Und ja, ich kann euch natürlich auch mal ganz kurz zeigen, wie dieses Waschen funktioniert. Mein großer Riesentipp für diese Aktion ist immer ein großes Sieb. Warte, ich kann eben, ich weiß es gerade nicht. Und eine mindestens genauso große Schüssel. Und dann wird es so gemacht, man nimmt, tut den Reis in das Sieb. Tut das klare Wasser drüber laufen lassen, tut es ein bisschen rumrühren. Da helfen jetzt übrigens wieder mal Plastikhandschuhe. Und die sind übrigens nicht so wasserfest, wie ich immer gedacht habe. Das ärgert mich gerade etwas. Ja, deswegen musste ich jetzt auch schon zwischendurch wechseln, aber egal. Und dann schüttet man das Wasser einfach weg, wenn man fertig ist mit dem Reiswaschen das erste Mal. Und das macht man so lange, bis das Wasser wieder ganz normales, klares Wasser ist, weil es wird dann so richtig eine weiße Brühe. Und ja, danach kann man den Reis wie normal kochen und dann kriegt man Pappreis. Toller Tipp. Den habe ich damals aus einem DS-Spiel mit einem Rezept gehabt. Und ja, den habe ich dann umgesetzt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Teil, nämlich wenn ich mal dann endlich mal meine Wahlen hinter mich bringe. Bis dahin, tschüss! Muss ich gar nicht, das macht's automatisch. Entschuldigt für dieses erste Gelaber gerade. Ich koche mir heute Reis und habe diese super praktische Erfindung, Reiskocher. Die gibt es in fast jedem Asiamarkt und ja, der hat mir jetzt die Anleitung gegeben, dass ich auf zwei solche Becher Reis, drei Becher Wasser tun soll. Wo meine Mutter noch immer total verwundert ist, dass das funktionieren soll. Und der soll jetzt in 25 Minuten mir den Reis kochen. Ja, ihr habt übrigens hier gerade einen Schnitt gesehen, weil vorher habe ich euch ja noch gezeigt, wie man den Reis putzt. Ich muss zugeben, ich habe danach ungefähr den 100. gefühlten Mal aufgehört, auch wenn es dann noch kein klares Wasser war. Ich denke, so halbklares Wasser wird wohl auch okay gehen. Ja, jetzt schalte ich den Dinger an hier. Wartet. Nach unten einfach. Jetzt kocht es mir den Reis und dann nachher zeige ich euch, wie der Reis aussieht. Und nicht vergessen, auch noch in diesem Blog irgendwo meine Wahl dann. Ja, das mache ich dann auch noch irgendwann heute. Bis dann. Tschö. Okidoki, woki. Okay, das war zu doof anfangen. Okay, unser Reis ist fertig und wir haben ihn jetzt inzwischen auf den Stuhl gestellt. Aus Gründen. Tolle Erklärung, Elena. Und so sieht er dann fertig aus. Ich hoffe, das kommt jetzt rüber. Normaler Reis und vielleicht ist ja meine Mutti verliebt und ich habe ganz kurz die Kamera. Dann kann ich euch mit dem Löffel zeigen, was ich mit Kappen verpasst. Da ist es. Und ja, das sieht da ist dann Pappreis. Der pappt so richtig. Also den kriegst du. Wartet. So. Dann kann man so richtig schöne kleine Schneemänner und sowas basteln. Wobei man mit Essen nicht spielt.
Aber man kann es ja trotzdem machen. Okay, wir sehen uns dann später nochmal. Bis dann. Tschüss. Hey und entschuldigt, dass ich euch nicht direkt anschaue, aber wieder dieses olle Linsenproblem mit dem iPad. Das sollten sie wirklich ein bisschen ändern bei Apple. Nur ein kleiner Vorschlag. Also, wie schon seit gefühlten 10.000 Jahren angesagt, kommt hier endlich mal mein Wahlblock. Ja, man bekommt dann meistens erstmal so einen Zettel, auf dem draufsteht, amtliche Wahlsache. Wow, echt dürftig. Ja, und in diesem Zettel drin sind, in diesem Kuvert, Zettel ist es ja nicht. Ach, ich bin echt ein bisschen dusselig. Ist zum einen hier so ein, wartet. Nee, es ist gar nicht der Wahlschein, Lumin. Das ist nur so irgend so ein riesengroßer. Das ist der Wahlschein. Echt jetzt? Ich dachte immer, das, wo man die Kreuze macht. Das ist der Wahlschein? Ich gebe Erlaubnis, zur Wahl zu gehen. Ach so. Naja, auf jeden Fall ist da ein Zettel mit einer Menge geschmiert drauf, der dann anscheinend der Wahlschein ist. Ist ja doof. Und auf der Hinterseite steht dann noch so eine Menge bla bla. Ist im Prinzip wie AGB, es liest keiner, aber egal. Aber man kreuzt an. Ja Mann, so mache ich das halt. Ich lese nie die AGBs. Ich gebe es zu. Dann gibt es eine gratis Büroklammer. Allein deswegen bevorzuge ich die Briefwahl, weil da kriege ich eine gratis Büroklammer. Mann, du musst alles, was gratis ist, abstauben. Dann ist hier da so ein weiteres Kuvert. Und dann gibt es dann noch so ein Kuvert. Ich finde das Rosa eine süßer als das Blaue. Also wenn es nach mir geht, könnte es alles rosa sein. Aber okay. Dann hat man hier so einen Zettel, auf dem stehen alle Leute drauf. Und dann, seit neuestem hat er übrigens hier oben so ein Ding, das ist für die Blinden, damit die wissen, wo sie das Kreuz machen müssen. Das finde ich sehr gut und das finde ich auch einen guten Service und sehr zuvorkommend. Ja, und dann ist hier noch so ein Wisch mit der Anleitung. Aber im Zweifel fragt man einfach die Eltern, die wissen es, weil die haben schon so oft gewählt, dass. Die haben wahrscheinlich schon in der Steinzeit gewählt. Du bist schon fertig? Oh Mann, meine Mutter ist schon fertig mit ihrer Wahl. Wir sehen uns gleich, wenn ich gewählt habe. Ich darf euch ja leider nicht an meiner Wahl teilhaben lassen, aber danach sehen wir uns dann nochmal kurz und. Mein Gott, den schmeiße ich jetzt einfach einen Bodenschatz dran. Sei es drum. Also dann, bis nachher. Tschüss. Hi und ja. Jetzt bevor ich euch noch meine Wahlunterlagen zeige, dachte ich, ich erzähle euch mal kurz von meiner ersten Wahl. Meine erste Wahl war eine Haarspange. Die habe ich dann aber heute voll vergessen. Es tut mir leid. Der Witz musste jetzt sein, weil diese Locke nervt mich ja, wie der ein oder andere schon weiß, länger. Und ja. Okay. Meine erste Wahl war, nennen wir es mal, komisch, weil ich bin da davor von gefühlt Milliarden Menschen gefragt worden. Bist du aufgeregt? Freust du dich drauf? Es ist ja schon was Besonderes. Du bestimmst damit irgendwas mit. Du bist einer von vielen und deine Stimme ist entscheidend. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, nee, nicht wirklich. Dann am Tag, als die Wahlunterlagen gekommen sind, haben wir es dann noch verschoben. Und dann am Freitag, an den darauffolgenden Freitag, sind meine Eltern auf die Idee gekommen, jetzt könnten wir wählen. Und ich weiß noch bis heute, mein Vater war so bis 20 Uhr im Geschäft. Und meine Mom war beim Abendessen kochen. Und als dann mein Vater heimgekommen ist, haben wir gegessen. Dann habe ich mich hingesetzt und wollte CSI gucken. Und dann sind meine Eltern gekommen mit, jetzt können wir wählen. Und da haben sie mir dann erzählt irgendwie so, ja, also das so und so funktioniert. Und ich weiß noch bis heute, das Einzige, was mir im Kopf rumgeschwirrt ist, ist, oh bitte lass es schnell genug reden, dass die Werbepause nicht vorbei ist, bevor ich gewählt habe. Das tut mir leid, Mom. Das war damals wirklich mein einziger Gedanke.
Ja, und dann habe ich auf jeden Fall mich entschieden. Damals habe ich einfach gewählt, was meine Mom und mein Dad gewählt haben, weil ich irgendwie dachte, naja, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt so wichtig ist, was ich da meine oder was auch nicht oder so. Und ja, dann ein paar Monate, Wochen später waren dann die Wahlergebnisse da und tatsächlich ist das, was wir gewählt haben, gewählt worden. Und danach habe ich irgendwie meine Einstellung zum Thema Wählen sehr geändert und möchte einfach nur folgenden Tipp geben: Wählt nicht irgendwas, nur weil eure Eltern es wählen oder aus Trotz nach dem Motto, mein Vater sagt, wählt auf keinen Fall den und den. Und dann dieses Prinzip, Daddy ärgert mich, jetzt wähle ich den und den, damit Papa sich ärgert. Oder sowas wie, wählt niemanden bloß, weil es euer Vater nicht erwartet. Ja, sondern wählt einfach die, bei denen ihr ein gutes Gefühl habt. Gut. Nächstes Mal sehen wir uns dann schon, wenn ich euch zeige, wie man dann die Wahlunterlagen fertig macht. Bis dahin, tschüss. So, immer noch das Riesenproblem mit den Haaren, aber ich habe gewählt. Ich bin fertig. Ich habe dieses Jahr mich entschieden auf Wählenbasis und Info und ja, auf die Frage, wen, kann ich euch leider nicht antworten, aber ich hoffe natürlich, dass die Partei eine Mehrheit bekommt. Und wenn nicht, dann können sie sich ja immer noch zu einer Koalition zusammenschließen und naja, wer weiß, dann wird da was draus. Gut, jetzt habe ich keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Also, jetzt tut man den Stimmzettel, aber nur den Stimmzettel, in den blauen Umschlag. Ich finde es ja eigentlich immer voll die Speichelsammlung von unserer Regierung, wenn sie die Umschläge mit diesen Abschlonsdingern machen. Da können sie auch selbstklebende nehmen. Die sind sogar, glaube ich, billiger, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Meine Mutter. Also, das muss man dann zum Kleben bringen. Und eigentlich finde ich das überhaupt nicht cool, dass meine DNA jetzt überall durch die Welt dingelt. Ja. Es klebt nicht richtig. Okay, ich soll es lassen. Und dann tut man diesen Zettel, mit dem man sagt, ich bin die Person, die ich bin. Und ja, ich bin Elena und ich habe gewählt. Tut man dann mit dem anderen Zettel in den rosa Zettel. Und da gibt es dann nochmal so ein Marathon-Abschlonzen. Jetzt wäre ich froh, wenn unser Hund daneben wäre. Dann hätte ich wenigstens einen, der für mich schlonzt. Ist ja voll unhygienisch mit dem Schlonzen. Meine Mutter hat ja gerade eine Erkältung, wie jeder, der mein letztes Video gesehen hat. Und die tüttern ihre Bakterien wieder an den Brief und der kommt dann wieder in eine Sammlung. Dann kriegen das voll viele Leute ab. Man, da werden Selbstkleben ja wirklich besser, mal so als kleiner Tipp von mir. Ja, das wird jetzt dann wieder abgeschlonzt. Als Kind habe ich immer ganz gerne diese Briefe abgeschlonzt, weil ich den Geschmack so lustig fand. Das habe ich dann immer. Und dann hatten wir irgendwie eine ganze Weile lang keine Briefe, auf denen irgendwie es möglich war, da irgendwas zu kleben, weil ich sie alle abgeschlonzt hatte, den ganzen Kleber. Ja, ignoriert die Geschichte einfach. Ist mir nur gerade wieder eingefallen. Ja, und damit ist meine Wahl fertig und ja. Jetzt drücke ich meiner Partei die Daumen, dass sie gewählt wird. Aber was der Wahnsinn ist, meine Wahl war jetzt schon erfolgreich, weil ihr werdet es nicht glauben. Ich habe eine zweite Büroklammer. Meine Mutter hat mir ihre Büroklammer geschenkt. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es noch heute, die von meinem Vater zu kriegen. Gut. Nehmt Briefwahl. Da kriegt ihr gratis Büroklammern. Also dann. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video am Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann auch gerne einen Daumen nach unten. Ja, prima. Jetzt stecke ich mich bei meiner Mutter an. Über ein Abo freue ich mich immer. Und schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr wählt. Ob ihr in den Laden, naja, in diese Wahlkabinen oder wie auch immer das heißt, geht. Oder ob ihr per Briefwahl wählt und ob ihr schon wählen dürft. Ja, wir sehen uns dann am Mittwoch. Ja, bis dann. Tschüss. Hi, hier sind
sind wir schon am Ende vom Video, mein Sonntagabend. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn nein, dann auch gerne einen Daumen nach unten. Schreibt mir auf jeden Fall irgendwas in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Gut, und über ein Abo freue ich mich auch immer. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Bis dahin, tschüss und euch noch eine schöne Woche. Ciao.